Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Inside. Heute gilt es zu erkunden, was hinter dieser Tür ist. Okay, aufschieben können wir sie. Ups. Okay. Das Wesen schon wieder. Es war ein jähes Ende. Nicht schon wieder darunter. Ich will nicht. Ich mag nicht. Ich mag keine Wasserwesen. Was machst denn du? Ah. Er schwimmt nicht in die Richtung, wo ich ihn gerne hätte. Idee. Runterschwimmen und gleich wieder nach oben. Dann hinten ins Wasser springen. Und das Wesen weglocken. Fast geschafft. Manchmal hadere ich hier ein wenig mit der Tastenkombination. Wäre vielleicht ein Controller einfacher. So, jetzt müssen wir das Wesen erstmal hier hinlocken. Auf dass wir jetzt dann na, schwimmst du wohl? Meine Herren. Blöder Kerl, du. Na. Himmel, Herrgott, nochmal. Also mit der Tastatur ist nicht das Ideale. Bei solchen Szenen ist Tastatur nicht absolut suboptimal. Ah.
Ach, Mann! Diesen blöden Knopf nochmal drücken, um dem Wasserwesen zu entkommen, oder? Besser ist es auf jeden Fall. Puh, geschafft. Schon allein deswegen besser, da wir hier keine Möglichkeit haben. Irgendwo an Land zu gehen. Wo kam denn der jetzt her? Hallo? Drücke die Tasten, aber es passiert nichts. Warum? Ich verstehe gerade den Sinn dieser Szene nicht. Das Spiel endet nicht und machen kann ich auch nichts. Okay, ich kann schwimmen. Irgendwie bin ich jetzt ein wenig ratlos. Sind wir am Ende des Spiels oder was passiert hier gerade? Thank you.
Ich verstehe es nicht. Da kann ich mich festhalten, okay. Alles sehr merkwürdig. Erst waren die Wasserwesen böse und plötzlich waren sie gut. Ups. Okay. Sei vorsichtig mit dem Licht, wenn es sich bewegt. Das müssen wir erstmal beobachten. Ich denke mal, da kann ich irgendwas kurbeln. Okay, dafür ist er. Nicht nur als Schattenspender. Sondern auch zum Draufklettern. Gut, wieder was gelernt. Oh. Müssen wir da in das Loch springen?
Mit Wasser bin ich jetzt immer was vorsichtig, wer weiß, was da drin rumschwimmt. Hoppala. Luft holen und dann hier ist wieder so ein komisches Motording. Schauen wir mal, wo uns das hin katapultiert. Hier ist irgendwas markiert. Und da oben ist irgendwie ein Schalter. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Da komme ich aber ja auch nirgendwo hin. Vielleicht irgendwo hin, wenn das Ding hoch ist. Kommt da unten durch. Nö. Okay. Müssen wir doch irgendwas hier unten noch machen. Schauen wir mal. Hoppa. Ich sollte mir angewöhnen, beim Szenenwechsel was langsamer.
Den Sinn verstehe ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir werden ihn in der nächsten Folge besser verstehen lernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch, ein Abo oder auch sehr gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich sag dann mal Tschüss, bis morgen.